Urunga-Steppe. Da sind wir offensichtlich stehen geblieben. Und hier sind Gegner. Ja, ich suche für Richard ein paar goldene Blätter. Der schießt mit Bomben. Das ist überhaupt nicht unfair. Und ich bin gleich tot. Komischerweise piept hier noch nichts. Ich mache trotzdem mal ein bisschen leiser bei mir, weil die Musik gerade voll dröhnt. Karnalet-Schloss. Ja, vielleicht komme ich dahin. Es könnte ja sein, dass sich dort goldene Blätter für Richard befinden. Richard, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Es ist ja eigentlich ein englischer Name, oder? Würde ich mal behaupten. Wieso gucke ich nochmal nach? war ich hier schon? Ich glaube nämlich noch gar nicht. Ich muss nämlich irgendeinen Ort finden, irgendeine Möglichkeit, wo es ein 5 goldene Blätter gibt, die er halt verloren hat. Ich habe hier schon die halbe Welt umgegraben und nichts Relevantes gefunden. Also im letzten Video. Ich habe noch nichts irgendwie ohne Aufnahme machen wollen. Und ich habe gerade auch nochmal mein letztes Video angeguckt, damit ich weiß, worum es geht. Und die letzte Aufnahme ist schon wieder 1,5 Wochen her. Gut, kommt hin. Und da kommt man schon mal ein bisschen aus der Fassung. Dann vergisst man das meiste wieder. Zack. Vor allem, wenn es halt ein Spiel ist, was man noch nie vorher gespielt hat. Zumindest geht es mir halt so. Die Treppen kann man übrigens nicht umgraben. Damit muss man leben. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen total unvorbereitet, möchte ich mal meinen. Als wäre ich total der Neuling, der noch nie aufgenommen hätte. Hier war ich auf jeden Fall mal. Das, also diesen Kopf da, der sagt mir was. Ich weiß noch nicht, was der zu bedeuten hat. Im Moment noch nicht. Irgendwann geht der bestimmt auf und da ist dann eine Hexe drin, die irgendein Zauberpulver. Hatten wir den nicht schon? Brät, genau. Eins zubereitet. Ich habe doch Bomben. Vielleicht hilft's ja. Glaub zwar nicht, aber warum nicht versuchen? Wow! Es funktioniert! Funktioniert jetzt nur von der Seite? Also das war jetzt total ins Blaue geraten. Das ist ja geil jetzt. Jetzt habe ich da total die Abkürzung. Ich weiß zwar nicht wohin. Au! Hat der mich erschreckt. Jetzt fliegt er auch noch ins Loch rein, wo er mir nichts geben kann. Tolle Wurst. So, wo bin ich denn? Hier. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Auf jeden Fall hat das sonst offenbar keine sonderliche Relevanz. Dann können wir das auch nicht gutieren. Nur eine kleine Abkürzung. Sekunde, ich will kurz mal gucken. Ich hätte so gerne Pegasus-Stiefel, muss ich dazu geben, aber ich glaube... Ah ja, hier wusste ich nicht, was ich da machen soll mit diesem Bienenstock. Aber ich hatte Zauberpulver noch nicht probiert, glaube ich. Das wollte ich nämlich noch versuchen. Das habe ich im letzten Video gesehen gerade, dass ich das nicht gemacht habe. Aber es bringt leider nichts. Schade, das wäre noch eine schöne Idee gewesen, finde ich. So Zauberpulver für Bienennester oder was auch immer das ist. Das klingt doch eigentlich erstmal nach einer Möglichkeit. Na gut, dann halt nicht. Wir kommen schon noch dahinter, wo diese blöden 5 goldenen Blätter sind. Ich weiß ja nicht, was die darstellen sollen. Ich sehe das zum 100. Mal. Aber sie werden schon irgendwas zu bedeuten haben. Die Gegner mag ich übrigens auch nicht. Die weichen nämlich total gut aus. Jetzt gerade nicht, weil ich eine tolle Wirbelattacke vorbereitet habe. Aber normalerweise schon. Sagt mir wieder dasselbe. Bitte nicht. Tut tut, ja, Jolrira. Sag, magst du Bananen? Sprich doch mal wieder mit den Leuten im Möwendorf. Klick, tut tut. Wieso tutet eigentlich das Telefon, nachdem man schon aufgelegt hat? Oder es ist halt das leere Besetz... Nicht das Besetzzeichen, das Leerzeichen. Nachdem der Gegenüber aufgelegt hat und Link hat halt noch nicht aufgelegt. Sam untersucht die Truhe. Das ist ja eine tolle Truhe. Ja... Hätte ich auch gesagt. Ich finde das Spiel eigentlich total knuffig. So, oh ne, die leben wieder. Ich wollte hier nochmal ein bisschen was umgraben. Auf jeden Fall brauche ich halt noch Rubine. Ich habe erst 146, ich glaub's ja nicht. Ich brauche so viele, um noch Zeug zu kaufen. Den Bogen und keine Ahnung was noch. Zauberflossen kosten bestimmt auch noch einen Haufen. Falls es die überhaupt gibt hier, ich bin mir da gar nicht sicher. Zack, 1994 kam das Spiel raus, oder? Jedenfalls arschlang her. Da gab es noch nicht mal Ocarina of Time, aber es gab schon A Link to the Past. Gerade dazwischen ist es rausgekommen. Und das erste Gameboy-Spiel. Ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Also die haben mich da richtig reingehängt. Aktuellere Spiele für Handheld-Konsolen
im Zelda-Universum habe ich selbst noch gar nicht gespielt. Die sehen nur irgendwie lame aus in meinen Augen, aber ich will ja kein Vorurteil fällen. Irgendwann muss ich die auch mal spielen, mindestens mal für mich. Puh, das sieht immer aus hier, wenn alles umgegraben ist. Als hätte man was geschafft, aber es kam nicht viel bei rum. Wie in so mancher Firma. Was kommt denn da für ekliges Zeug raus? Naja, wir wollen ja keine Diskriminierung mehr betreiben. Irr, nur weil die ein bisschen komisch aussehen, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch getötet werden können. So. Jetzt aber mal. Irr, da kommen noch mehr raus. Das sind echt ekelhafte Viecher. Die kommen unendlich raus. Das ist ja blöd. Ja, kann er letztlich 50 Schritte nach oben geht's. Dann kann ich hier gar nicht in Ruhe umgraben, wenn die mich nicht lassen. Aber ich habe das Gefühl, hier scheint sowieso höchstens Rubine zu sein. Ich glaube, die goldenen Blätter, die wird man an einem Ort finden, der das auch gleich schon verspricht. Dass man das halt ziemlich schnell bemerkt. Ey, lasst mich doch mal hier in Ruhe. Ich will den Rubin, ich will den Rubin. Da muss ich halt auch mal ein paar Herzen opfern für. Das ist ja eine Todesgrube. Hilfe, Hilfe. Jetzt sind die alle links da. Oh, da kommen wieder noch neue raus. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, wir gehen mal weiter. Oh, da ist das Schloss. Hm, was mache ich jetzt mit dem Schloss? Ist er nicht irgendwie da vertrieben worden? In seine Villa musste er flüchten. Das war kurios. Er will Bananen, ne? Chick, chickita, chickita, Kiki, der Affe, Hunger, Kiki Hunger hat. Wo kriege ich denn jetzt Bananen her? Ich muss jetzt wieder ins Möwendorf offensichtlich und da irgendwo Bananen herbekommen, indem ich mit Leuten rede. Das war der Hinweis von Ulrira. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen. Da ist übrigens ein böser Zorra. Es gibt verschiedene Zorras. Also ich glaube, das wird nochmal in Link, einem anderen Gameboy-Teil thematisiert. Oracle of Ages. Ich glaube, das kam davor, dass es verschiedene Arten von den Zorras gibt. Die Bösen und die Guten. Und später gibt es nur noch Gute. Zumindest werden nur noch Gute gezeigt. Und da bin ich natürlich total der Fan von. Wenn nur alle gut drauf sind. Zack. Und Bass spielen. Und Ballade des Windfischs. Zack. Wo habe ich eigentlich die ganzen Herzen jetzt wieder her? Also ich muss ja sagen, auf der Oberwelt habe ich gar nicht so viele Probleme zu überleben, weil ich halt graben kann und dadurch Herzen bekomme. Probleme habe ich ja nur in den Dungeons bei den Endbossen und Zwischenbossen. Da verrecke ich ständig. Das ist traurig. Also es muss sich ja irgendwie lohnen, hier alles umzugraben. Irgendwo gibt es bestimmt wieder Muscheln. Ich weiß immer noch nicht, was die mir bringen sollen. Aber die sind so selten, die müssen wichtig sein. Zack, zack. Bam, 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 bam. Und keiner bezahlt mich dafür, ey. So. Hm. Ich kann hoch. Ich kann links. Es gibt so viele Möglichkeiten. Diese Karte ist einfach zu groß. Ich brauche einen Navi. Wo ist Navi eigentlich? Warum hilft die mir nicht? Ich denke auch immer, wenn ich mein Navigationsgerät anmache, da wäre eigentlich so eine Navi-Stimme perfekt. Hey, listen. Du musst links abbiegen. Jetzt! Wie klingt, du bist falsch abgebogen. Du musst A drücken, um diese Tür zu öffnen. Aber doch nicht während der Fahrt. Ja, was ist das hier für ein Eskimo-Häuschen? Die Bäume wirken fast lebend. Kennt man auch aus Commander Keen 4. Wer das kennt. Das Spiel. Ich glaube, das wird jetzt irgendwie neu aufgelegt. Total Bullshit. Da bin ich jetzt einfach mal Vorurteils behaftet. Weil das übelst scheiße aussah. Muschelbazar. Oh! Da kann ich bestimmt meine Muscheln eintauschen gegen Herzteile oder Rubine. Da oben komme ich nicht hin. Mal gucken. Aha. Hallo? Ja? Wie viele Muscheln? Ja, das reicht doch nicht für irgendwas. Habe ich jetzt meine weggegeben? Nein, 3 Stück habe ich. Und ich brauche 10, 50, 100? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber interessant, hier gibt es auf jeden Fall dann irgendwas zu holen. Ich weiß noch nicht was, aber vielleicht ist es auch nur ein lumpiges Herzteil dann. Aber wir müssen ja alles mitnehmen, ne? Du.
Hier bin ich doch gerade runtergelaufen, ne? Nicht, dass ich das hätte. Oh, eine Muschel! Es musste natürlich eine hier sein. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja, danke für diese offenen Worte, dass ich genau weiß, worum es geht. Was schießt der da eigentlich? Ich mochte noch nie irgendwelche, die Kinder in der Schule, die ihre Spucke als Waffe benutzen. Die finde ich aber nur merkwürdig. Ich möchte es nicht anders beschreiben. Denn dann wird das wieder zu böse. Ein Rubin, yay. Gibt es eigentlich hier auch mal mehr als nur ein Rubin? Immer nur einer hier. Es gibt doch eigentlich auch blaue Rubine. Wahrscheinlich gibt es die hier nicht, weil alles nur schwarz-weiß ist. Also muss man darauf verzichten und immer nur mit einzelnen Rubinen vorlieb nehmen. Statt 5er oder 10er oder 20er zugesteckt zu bekommen. Aha. Also ich habe noch nicht viel geschafft, aber ich bin weitergekommen. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen schneller jetzt mit dem Teil. Also es lohnt sich schon, diese Sachen da aufzusammeln. Auch wenn die dann irgendwann auch mal nerven mit dieser Musik. Wir graben alles um. Dum-di-dum. Und hier noch ein Weg. Freisetzen. Hier sind der lustige Link-Bauarbeiter. Der arbeitet voll gratis für sie. Gräbt ihr Blumenbeet um, damit da nie wieder eine Blume wächst. Hat sie ganz viel Platz haben für ihre geheimen Schätze, um sie zu vergraben. Und dann kommt Link wieder und gräbt die Schätze aus und nimmt sie mit. Heide daus. Da, wir haben es gleich. Super, es hat's gebracht, ja. Hier war ich, ne? Da kam die. Ja. Ging's da eigentlich noch nach links? Auf jeden Fall komme ich nicht rein. Die lassen mich da nicht rein. Hallo. Klopfen mit dem Schwert. Wer macht das nicht? Ah, ja, ich glaube, da komme ich nicht hin. Kann ich irgendwann fliegen hier? Also ich kann jetzt schon springen, wenn ich Pegasusstiefel hätte oder sowas in der Art. Käme ich vielleicht ins dritte, vierte Loch, aber nicht durch das über das fünfte noch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Nein. Ich wollte hier nochmal runter. Und dann noch ein weiteres Feld hin und her. Und dann bin ich an einer Stelle, wo ich noch nicht war. Ich weiß immer noch nicht, ob ich hier so ganz richtig bin oder ob ich erstmal ins Möwendorf zurück sollte. Aber ich will da eigentlich erst wieder zurück, wenn ich genug Rubine habe. Aber das kann sich noch um viele, viele Videos handeln. Weil das sehr, sehr langsam vorangeht, hier seinen Rubinenhaushalt aufzubessern. Ich bin nämlich erst bei 170. Und bei 999 wollte ich wieder... Ja, ich glaube, es wird ein bisschen früher werden. Man kann ja auch mal früher... Oh, ich kann die eigentlich nicht wegschaufeln, oder? Nee, ich kann sie wegbamsen mit meiner Macht. Das ist auch ein schönes Geräusch. Eigentlich kann man auch irgendwie separieren und als ASMR instrumentalisieren bestimmt. Dieses Schaufelgeräusch. Stell mir das durchaus entspannend vor, wenn ich diese Musik gerade wäre und Gegner die Bomben nach mir schmeißen. Ist ja klar, das ist ein bisschen unentspannender. Zack, ja. War der Stein gerade auch schon da? Dieser Schildkrötenstein. Der hat bestimmt der Herr der Schildkröten hier gelassen. Und eigentlich ist es eine Schildkröte. Ich muss mal wieder Dragon Ball gucken, schon so lange nicht mehr gemacht. Mal wieder Bock drauf. Erst die originalen 150 Folgen. Fehlerfolgen natürlich weitestgehend überspringen. Und dann die fast 300 Dragon Ball Set Folgen. Und mal gucken, ob ich noch auf GT Bock habe. Dann bin ich wieder mal 2-3 Jahre beschäftigt. Zack, zack. Aber ich wollte eben mal wieder mehr lesen. Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Das ist ein bisschen schade. In der heutigen Medienwelt kommt man immer weniger Lust zu lesen.
ein richtig gutes Buch, kein E-Book. Obwohl es ja im Prinzip ähnlich ist. Aber ich finde, ein richtiges Buch dann hat doch andere Qualitäten noch zusätzlich. Allein schon auf der Gefühlsebene. Zack, 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 zack. Stirb. Kann ich den eigentlich... Ja, ich kann den Zorro töten. Ich habe noch nie einen Zorro getötet. Jetzt habe ich einen Zorro getötet. Der Zorro ist tot. Jetzt wird der Wasserfall nicht mehr bewacht. Der Wächter der Königsfamilie. Wahrscheinlich nicht der Böse. So, hier noch was. Nein. Wie ging das jetzt eigentlich mit dem Typen, dass die diese Sprüche ablassen? Ich komme hier nicht rein, weil ich keine Flossen habe oder so. Ah. Dann geht es hier noch gar nicht weiter. Aber offenbar geht es hier irgendwann weiter. So sieht es zumindest aus. Oh, da ist jemand drin. Oh, hat die nicht auch so einen geilen Spruch abgelassen? Ich komme aber noch nicht zu ihr. Ich habe noch keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Oh, da ist eine Höhle. Da gehen wir dann beim nächsten Mal rein. Und ich mache erstmal hier Schluss. Bis dann.